Mit 10 Jahren habe ich mir einen Lebenswunsch vorgenommen, den habe ich durchgezogen. Hans-Günther Winkler will ein guter Reiter und Kavallerieoffizier werden, um dann für Deutschland zu starten. Ich habe dafür gearbeitet, aus dem Dreck herauszukommen, mir eine Existenz aufzubauen, nach oben zu kommen. Nie wieder arm zu sein, nie wieder hungrig zu sein, das war mein Ziel. Am 24. Juli 1926, heute vor 95 Jahren, wird Hans-Günther Winkler in Wuppertal-Barmen geboren. Sein Vater vererbt ihm die Liebe zu Pferden. Mein Vater war zu allem Unglück zweitletzten Monat des Krieges noch gefallen und meine Mutter war ausgebombt. Das war mein Start. Winkler trainiert zunächst Rennpferde. 1949 bekommt der 23-Jährige einen Anruf, der sein Leben verändern wird. Er soll eine Stute auf einem Turnier reiten und trifft auf Haller. Die beiden sind in einer ähnlichen Situation. Ich war ein Mann, der von ganz von unten kam, mit Null anfing. Und sie war auch vollkommen Null. Sie war nicht schön, sie war nicht zum Reitsport geboren. Sie hatte nur irgendwie ein unheimliches Springvermögen in der Hinterhand. Die hochsensible, schlaksige Stute mit dem Springvermögen einer Gazelle gilt als unreitbar. Winkler findet Zugang zu ihrem Wesen. Diese Haller war unheimlich flexibel, aber eben nicht mit einem Plan zu erfassen. Eine Sache zwischen Genie und Wahnsinn, wie große Leute. Die beiden sind sehr erfolgreich. 1956 dann der legendäre Ritt in Stockholm. Winkler steigt mit einer gerissenen Sehne in der Leiste in den Sattel und Haller trägt ihren vor Schmerzen schreienden Reiter über die olympischen Hindernisse. Dieses Pferd, wie kann man solche Treue lohnen? Die beiden gewinnen Gold. Winkler feiert auch mit anderen Pferden beachtliche Erfolge. Außerdem bringt er als Geschäftemacher große Sponsoren in den Reitsport. 2011 dann ein Schicksalsschlag. Seine vierte Frau, die 33 Jahre jüngere amerikanische Springreiterin Debbie Malloy, stirbt an den Folgen eines Reitunfalls. Hans-Günther Winkler folgt ihr 2018. Da ist er 91 Jahre alt. Alles, was ich im Leben gemacht habe, habe ich bewusst gemacht und würde es nochmal machen.